muss man studieren, um auch zu predigen, oder kann ich einfach so mein Wissen weitergeben? Es kommt darauf an, wenn du zum Beispiel einen gewissen, ein Buch vorlesen möchtest oder einen gewissen Vortrag, der vorbereitet ist, einfach nur den du übersetzt hast, dann vortragen möchtest, dann musst du dafür nicht studiert haben. Aber du solltest nicht über Sachen reden, wo du kein Wissen hast, oder zum Beispiel Fragen beantworten, wo du nicht die Antwort kennst.